Das sind unsere Themen. Wir fragen nach, wozu eigentlich braucht der Bauer einen Simulator und was kann aus solchen Systemen in Zukunft werden? Lokale Händler fit für den Onlinehandel machen will We Do Digital Gewinner Locaso, aber es gibt auch Probleme. Wir haben dann eine E-Mail von der Apothekerkammer NRW vorliegen, die auch darauf hinauslief, die Kennzeichnung von einem Locaso-Fahrer, der jetzt praktisch diese Apothekenware ausfährt, müsste zum Beispiel über eine Kappe von der Apotheke sichergestellt werden. Hallo und herzlich willkommen zu 959, dem Digitalmagazin, unserem digitalen Update innerhalb von 10 Minuten hier für Sie. Die Agritechnica steht vor der Tür. Da denken Sie vielleicht, na, was geht mich das an? Aber Sie sollten wissen, die Agritechnica ist eine der größten Messen rund um das Thema Landwirtschaft. Und Sie sollten wissen, Landwirtschaft ist mittlerweile hochgradig digital. Man glaubt es vielleicht im ersten Moment nicht, aber selbst Simulatoren werden dort eingesetzt. Und was Sie heute können und was Sie vielleicht morgen tun könnten, das haben wir mal nachgesehen. Das ist ein Fahrsimulator. Die Idee ist damit, große Maschinen erstmal zu erproben im Sinne von, ich bin sowas noch nie gefahren, ich sollte es mal besser erstmal ausprobieren. Das macht man hier. Dieses Gerät ist nicht nur eines, was die Optik zeigt, sondern es gibt auch Geräusche und es gibt Rütteln und es gibt Wackeln, also alles, was dazugehört. Aber wer weiß, vielleicht kann in Zukunft der Bauer hier vorne und hinten gucken, was bei ihm passiert. Vielleicht kann er in Zukunft so sogar von zu Hause, vom Wohnzimmer aus, seine Maschinen steuern. Nicht das Konzept hier, aber ein Gedanke könnte es ja sein. Also, die digitale Zukunft kommt. Und bei uns kann man sie dann auch sehen. Doch bevor es soweit ist, machen wir erstmal den Reality-Check. Was genau ist heute schon möglich? Die Firma TenStar Simulation entwickelt simulationsbasierte Schulungstools, mit denen man das Bedienen von schweren Maschinen im Bau-, Transport- und Landmaschinensektor erlernen kann. Ähnlich also wie bei einem Flugsimulator das Fliegen, trainiert man in diesem Fall das Bedienen großer Bau- und Konstruktionsmaschinen oder landwirtschaftlicher Geräte wie Traktoren und Mähdrescher. Durch die sogenannte Motion Base werden auch die Bewegungen beim Fahren über Bodenwellen, beim Bremsen oder Losfahren simuliert. So kann man eben durchaus Gefahren reduzieren, indem man zum Beispiel erlernt, wann kippt meine Maschine um, wann fällt mir meine Ladung herunter, welche steilen Abhänge könnte ich mit einer Maschine noch unterfahren, welche sollte ich vielleicht lieber vermeiden. Schweres Gerät in einer sichereren Umgebung zu testen, ohne Gefahr zu laufen, sich selbst oder die Fahrzeuge zu beschädigen, macht Sinn. Sind sie doch etwas schwieriger zu steuern als ein Auto. Schon alleine die Länge der Maschinen, die Größe der Maschinen und die Motorgewalt der großen landwirtschaftlichen Maschinen oder auch der, die im Straßenbau eingesetzt werden, sind überhaupt nicht mit einem Auto oder dem Wendekreis von einem Auto irgendwie vergleichbar. Das heißt, eine Simulation für diese Masse und für diese Kraft der Maschinen ist schon ausgesprochen wichtig. Nicht einzelne Landwirte, sondern in erster Linie Fahrschulen sollen mit den Simulatoren angesprochen werden. Doch auch in großen Konstruktionsunternehmen könnten die Geräte zu Trainingszwecken zum Einsatz kommen. Die eingespielten Simulationen können dazu je nach Bedarf des Unternehmens adaptiert werden. Weitere Maschinentypen sind in Entwicklung. Das ist das Schöne an dem Produkt, dass hier keine Grenzen gesetzt sind, was die Grafik angeht, was das Setting angeht, was die Maschinen angeht, die erlernt werden sollten. Es ist alles möglich. Und irgendwann, wenn Forschung und innovative Unternehmen in Sachen Digitalisierung in der Landwirtschaft weiter an einem Strang ziehen, wird vielleicht auch die Bauernhof vom Wohnzimmer aus Steuern Vision von Intelligente Welt-Chefredakteur Christian Spanik möglich. Bevor es aber soweit ist, braucht die Landwirtschaft ein schnelles Netz. Denkt man vielleicht gar nicht, ist aber so. Das wurde bei einer Veranstaltung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur klar. Es geht um Drohnen, um schnelle Reaktionszeiten und um gute Netzabdeckung. Denn irgendwie würde man bei der Landwirtschaft gerne jede Pflanze eigentlich vernetzen. Um Landwirtschaft wirklich effizient zu machen, müssen wir die Heterogenität, die wir in der Natur nun mal haben, abbilden. Und wir haben unterschiedlichen Boden, wir haben ein Gewitter, was hier vorbeizieht und einen Kilometer weiter nicht da war. Wir haben Hangneigungen, wo die Sonne mal reinscheint und mal nicht so gut reinscheint. Wir haben Abschattungen durch Bäume, wir haben vieles, was in der Natur einfach nicht zu standardisieren ist. Und stellen wir uns doch mal vor, wir könnten wirklich theoretisch jeder einzelnen Pflanze eine IP-Adresse geben und ihr sagen, Mensch, du meldest dich, wenn du Hunger hast. Du sagst, du brauchst mir nichts Neues zu essen geben, gib mir erstmal was zu trinken, solange kann ich mein Essen gar nicht verdauen. Oder die Pflanze, die uns sagt, du pass mal auf, also drei Käfer kann ich ja auf meinen Blättern vertragen, aber ich habe jetzt 30,
das ist zu viel, jetzt musst du mal langsam was tun. Das sind dies zumindest die Visionen, die aus meiner Sicht nicht völlig außer Welt sind. Es kommt auch ganz auf die Pflanze drauf an. Bei Bäumen tun wir das heute schon. Also bei Bäumen fragen wir jeden einzelnen Baum, wie es ihm geht. Aber an einem Baum wachsen dann auch ganz viele Äpfel oder Früchte. Bei Getreide tun wir das natürlich noch nicht auf der Einzelpflanzenebene. Aber so weit weg sind wir da auch nicht, dass wir wirklich genau die Teilfläche uns angucken, auf der gleiche Bedingungen herrschen. Also insofern darf im Getreide, das ist so eine Massenveranstaltung wie Love Parade oder so, da können wir nicht mehr jeden Einzelnen fragen. Entsteht 959 und vielleicht ist das ja auch mal was für Sie, wenn Sie eine Konferenz veranstalten oder eine Veranstaltung Ihrer Firma. Also im Grunde ist es ganz einfach. Wir arbeiten mit diesen Mitteln. Und damit kommen wir zu der Aktivität namens We Do Digital. Das ist ein Projekt des DIHK bzw. der IHKs in Deutschland und es geht um digitale Geschäftsmodelle für den Mittelstand. Da gibt es viele interessante Projekte und auch spannende Erkenntnisse, aber es gibt auch das eine oder andere kleine Problemchen durch die Rahmenbedingungen. Ich habe gesprochen mit Timo Eckel von Locaso. Die wollen, wie gesagt, die Händler fit für den Onlinehandel machen, aber das ist nicht immer ganz einfach. Mein Gesprächsgast ist jetzt Timo Eckel von Locaso. Was ist Locaso? Also wir haben mit Locaso ein regionales Webkaufhaus geschaffen, wo wir es schaffen, regionale inhabergeführte Händler zu digitalisieren. Vielleicht machen wir es einmal an dem Pilotprojekt in Siegen deutlich, wo wir tatsächlich die Siegener Händler an die Hand genommen haben, haben dort einen Marktplatz geschaffen und über gemeinsames Marketing mit den Kunden verheiratet. Das verbunden mit einer Locaso-eigenen Eigenschaft, nämlich des kostenlosen Versandes in der Region für den Kunden, führt dazu, dass die Kunden dieses Angebot sehr gut annehmen. Was war denn bisher die überraschendste Erkenntnis aus dem Projekt für Sie? Das ist die hohe Akzeptanz der Lebensmittel in einem regionalen Kaufhaus. Wir sind tatsächlich im Gegensatz zu 0,8%, 1,2% bundesweiter Umsatz mit Lebensmitteln hier im Siegerland mit 25-30% Umsatz an Lebensmitteln mit dabei. Hier gilt es tatsächlich früh zum jetzigen Zeitpunkt einen Flock in die Kundenwahrnehmung zu setzen, dass mein regionaler Fleischer, mein regionaler Rewe für mich verfügbar ist. Wir haben zum Beispiel in Siegen einen Übergabepunkt von verpackter Ware im Sinne einer Tüte oder eines normalen Päckchen, wie es an der Kasse übergeben würde, definiert, holen das mit unseren regionalen Fahrern ab und bringen es am gleichen Tag zu den Kunden. Das heißt aber eigentlich, dass Sie auch immer stärker zum Logistikspezialisten werden, oder? Auf jeden Fall. Also die letzte Meile, die qualitativ hochwertige letzte Meile zum Kunden, ist in Deutschland dünn besetzt. In einer Region ist aber entscheidend, dass ein Händler nah bei den Kunden ist und umgekehrt. Mhm. Und was liegt da näher, als die Ware auch am gleichen Tag zu dem Kunden zu bringen, wenn ich schon so nah beieinander bin. Wir sind sehr stark davon abhängig, dass natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen einen Onlinehandel auch für die jeweilige Branche zulassen. Vielleicht einmal ein Beispiel aus dem Bereich Apotheken. Wir haben dann eine E-Mail von der Apothekerkammer NRW vorliegen, die auch darauf hinauslief, die Kennzeichnung von einem Locaso-Fahrer, der jetzt praktisch diese Apothekenware ausfährt, müsste zum Beispiel über eine Kappe von der Apotheke sichergestellt werden. Okay. Und da sage ich, das hat nichts mehr mit Praktikabilität zu tun, wenn ich drei Apotheken da habe. Und wenn ich jetzt auch noch, dann weiß ich jetzt nicht mehr, welche Kappe ich aufziehen muss. Also über Kappen, Kompetenz und Onlinehandel haben wir gesprochen mit Timo Eckel von Locaso. Vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Das war's für diese Ausgabe. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.